Ich heiße Claudia von Funke, wohne momentan in Berlin. Ich bin nach Novosibirsk gekommen, weil wir dieses Jahr das Festival 48 Stunden in Novosibirsk haben. Und ich habe bereits mehrere Male an dem Festival in Neukölln, Berlin teilgenommen. Und ich bin Bildhauerin, Filmemacherin, ich mache Installationen und ich interessiere mich sehr für Architektur und Städte. Und insofern war für mich Novosibirsk eine fantastische Möglichkeit, eine komplett neue Stadt auszuprobieren und zu testen und zu sehen, ob ich hier eine Art archäologische Untersuchung der Stadt machen kann. Diese Installation wird zwei Städte zeigen. Ich habe einen Film über Berlin, habe ich bereits mitgebracht. Und ein Film über Novosibirsk, über die Architektur, über die Stadtgeschichte von Novosibirsk ist gerade im Entstehen. Habe mir Elektrizitätswerke angeschaut, ich habe mir Flughäfen angeschaut, der Bahnhof, die ganzen Übergänge, die ganzen Brücken über den Opf sind für mich extrem wichtig. Und das versuche ich in dieser Installation zusammenzubringen, um zu zeigen, dass eigentlich alle modernen Städte ein Montageraum sind. Ein Montageraum, das heißt, dass alt und neu immer zusammengesetzt wird und dass jede Stadt ständig in Bewegung ist, ständig im Übergang von einem Stadium ins andere. Und gerade Novosibirsk ist für mich ganz fantastisch, weil ich sehe hier ganz alte Gebäude aus, mit alter russischer Tradition und dann extrem neue Wohnhaustürme, die könnten überall in der Welt stehen. Also ich freue mich unglaublich, hier in Novosibirsk zu sein und ich hoffe sehr, viele Novosibirsker bei unserem Festival am übernächsten Wochenende zu treffen und ihnen Novosibirsk zu zeigen, wie sie es bisher überhaupt noch nie gesehen haben und vor allem, dass Berliner und sibirische Künstler zusammenkommen und zusammen ein vollkommen neues Format entwickeln.